Hallo, hallo, hier ist die Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. So, ich glaube, das ist eine absolute Premiere. Das ist das erste Mal, dass ich ein Junk Journal zweimal zeige. Auf vielfachen Wunsch übrigens von euch, denn mir wurde ganz viel geschrieben. Ich habe also jede Menge Post bekommen, Nachrichten, PNs und so weiter, wo Leute mir immer wieder gesagt haben, die Story war toll, es hat mir unheimlich gut gefallen, aber irgendwie ist der Bastelteil mir zu kurz gekommen und ich musste es mir ein paar Mal angucken und dann kamen ganz viele Fragen zu dem Material und wie hast du dies, das und jenes gemacht? Und da habe ich gedacht, wir machen jetzt einfach nochmal einen Flip-Through. Nicht so detailliert, ne? Ihr habt das Journal alle schon gesehen, aber wo wir so auf die Highlights eingehen und ich mal nochmal so ein bisschen was zu den Materialien erzähle. Und vielleicht überhaupt ein paar Piraten-Fun-Facts, wenn sie mir denn unterwegs einfallen. Als erstes geht es mal um das Cover. Und dieses Material, dieses Snap-Pep heißt das, ich sage mal Snaply, ich weiß auch nicht, das habe ich mir so angewöhnt, aber eigentlich heißt der Online-Shop, in dem man das Zeug bestellen kann, Snaply. Und das Material selber heißt Snap-Pep. Ich habe es euch unten drunter verlinkt, könnt ihr euch angucken. Und ich finde dieses Zeug absolut sensationell. Das ist also ein Papier, Fake-Leder, wenn ihr so wollt. Man kann das tatsächlich waschen. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich wüsste nicht, warum ich mein Junk Journal in die Waschmaschine stecken sollte. Aber man kann da ja auch noch ganz andere Sachen mitmachen. Es ist relativ dick, aber es ist gut beweglich. Und man kann, wenn man das dann knetet, das habe ich nämlich hiermit gemacht, genauso wie wir das mit dem Papier machen, wenn wir selber Fake-Leather herstellen, einfach zusammengeknautscht. Das geht ganz gut und dann wieder ein bisschen glatt gezogen. Und dann kriegt das diese herrlichen Krumpeln und sieht so schön alt aus. Und dann kann man da super Patina drauf machen, einfach mit unseren Distress Oxides oder Inks, ist egal. So wie wir das beim Papier auch machen. Aber Achtung, große Falle. Wenn du das machst und du benutzt die Distress Inks oder Oxides hier drauf, die sind nicht wasserfest. Das heißt, du müsstest das entweder hinterher versiegeln, das geht mit Mod Podge Hardcode super, oder es ist ein Junk Journal, da ist es sowieso egal, weil wie gesagt, das waschen wir ja nicht. Aber wenn du dieses Material vielleicht benutzt, um irgendwas draus zu nähen oder so, solltest du bedenken, das ist wasserfest, aber die Materialien, die du da drauf verwendest, sind es vielleicht nicht. Ja? Gut, für mich ist das sowieso nicht relevant, weil also ich nähe nicht und ich werde keine Taschen oder irgendwas daraus machen. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Also erstmal nicht. Und es ist eine super Alternative, wenn man eben kein Fake-Leder machen kann, was ja doch sehr auf die Hände geht, dieses Einreiben mit der Schuhcreme oder auch mit egal welchen, es gibt ja inzwischen so viele Videos dazu, andere Techniken, aber es ist halt wirklich Arbeit. Kneten, reiben, dieses Material herzustellen, Patina draufbringen und mit entzündeten Händen ist es einfach richtig schwierig. Und da war dieses Snap-Pep einfach genau die Lösung. Na, wenn man sich das von hinten anguckt, hier ist es schön krumpelig. Und ich finde, es sieht halt einfach wirklich alt aus. Es gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Es gibt es auch in Weiß. Habe ich mir auch besorgt. Und da werde ich noch ein bisschen experimentieren und gucken, wie ich das in Weiß einfärben kann. Und bestempeln und alle möglichen Dinge damit veranstalten, damit das hinterher die Farbe hat und so aussieht, wie ich das gerne möchte. Soweit bin ich noch nicht. Es ist leicht, da durchzupieksen. Also es ist, die Sachen reißen nicht aus. Das hat schon eine gute Stärke von der Dicke her, aber es ist nicht schwer damit zu arbeiten. Also hier Löcher reinzumachen, damit ich meine Mini-Breads da einfach durchbringen konnte, das war überhaupt kein Problem. Einfach nur ja hier mit diesen Dingern da, mir fällt gerade wieder das Wort nicht ein. Jetzt sag doch mal, ich höre nichts lauter. Prickelnadel. Mit der Prickelnadel oder was auch immer du hast, ist ja egal, irgendwas zum Pieksen. Ja, dann funktioniert das ganz prima. Auch das hier, da sieht man sehr schön wieder die Patina, wie ich sie draufgebracht habe. Da habe ich die Ränder halt wirklich mit Schwarz. Ich zoome mal ein bisschen, Achtung, nicht schwindelig werden, damit man das richtig schön sieht. Ne? Einfach hier mit schwarzer Stempelfarbe war ich jetzt an den Rändern dran. Und da sieht es so richtig schön alt und dreckig aus. Das war also wirklich fein und easy. Und dann habe auch das hier ist wieder dieses Snap-Pep. Einfach einen Streifen drüber und man sieht es ja von innen kurzerhand. Kennt mich ja, ne? Ich bin immer so ein bisschen, nehme immer den einfachsten Weg überhaupt mit den Mini-Breads festgepinnt und fertig. Und das geht super cool und super schnell. Kann ich also nur empfehlen, auch hier die Nieten da durchzuhauen, war auch überhaupt kein Problem. Es hält einwandfrei. Es ist ein unglaublich dankbares Material. Ich bin froh, dass ich das wiederentdeckt habe. Wiederentdeckt habe ich das übrigens, da ist die Iris dran schuld. Iris, du warst's. Von Inspiration Scrappy. Die hat mir ja dieses wunderschöne Junk Journal geschenkt. Darüber gibt es auch ein Video. Ja, ein Buch für eine liebe Freundin. Das habe ich auch schon erzählt im Schwank, dass ich ja gar nicht wusste, dass ich die liebe Freundin bin. Das Video gesehen habe und dann sehr dumm geguckt habe, als dann die Postbote kam und mir dieses Journal gebracht hat. Und das hat sie mit rosanem Snap-Pep gemacht.
Und da hatte ich das in der Hand. Und ich habe schon vorher mit SnapPap gearbeitet, aber das hat es mir einfach nochmal wieder ins Gedächtnis geholt, dass ich gedacht habe, genau, ja, das ist das Material. Und da war ich ja schon mit den Piraten zugange. Das war also für mich dann die Lösung, weil ich wollte gerne was haben, was wie Leder aussieht. Aber mir war auch völlig klar, dass ich kein Fake-Leder machen kann. Und hatte schon überlegt, ob ich vielleicht meine Kreativassistentin dazu verdonnere. Aber das war ja dann die absolute einfachste Lösung. Ja, dann nochmal zu den Patronen. Aber die hatten wir uns ja auch schon unterhalten. Hier fliegt eine Mücke rum. Wo kommt denn die her? Weg hier. Ich bin entsetzt. Nicht in meinem Bastelzimmer, bitte. Ne, hatte ich ja schon erzählt. Da wurde ich auch nochmal gefragt, wie hast du das denn jetzt genau bemalt und was ist das für Farbe? Und das ist wirklich nichts Besonderes. Ich habe also tatsächlich einfach Strukturpaste genommen, damit das so diese... Ich muss mal stillhalten, damit die Kamera fokussieren kann. Halt, so, gehen wir mal dahin, wo sie fokussiert, jetzt. Ne, damit das so ein bisschen Struktur bekommt, weil Rost ist ja nun mal nicht glatt. Und ich denke, da kannst du auch einfach in deine Farbe, keine Ahnung, Vogelsand reinrühren oder irgend sowas oder Babypuder oder was auch immer du hast, damit es klumpig wird. Und habe das erstmal eingestrichen und dann hinterher, ich habe so eine Rostfarbe. Jetzt muss ich mal gucken, was das für eine ist. Moment mal. Musste ich mal gerade hinten aus dem Schrank angeln. Und die gibt es nicht bei uns im Online-Shop. Die habe ich tatsächlich mal auf einer Messe gekauft. Das ist auch schon ewig her. Das war noch vor Corona. Und das ist von Cadence Rusty Patina. Die ist sehr schön, diese Farbe. Also das ist, wenn man die so aufmacht, ist aber letztendlich auch nicht viel anders als Acrylfarbe. Ich fand also beim Verarbeiten mit der Farbe, dass ich das genauso gut mit Acryl hätte machen können, indem ich mir einfach ein paar Braun und Schwarz ein bisschen zusammenmische. Durch die Strukturpaste, die da unten drunter ist, kriegt das ja trotzdem diesen Rosteffekt. Also man muss da nicht wirklich Rostfarbe für haben. Wenn man die hat, benutzt man die, aber wenn nicht, Leute, mischt einfach, ist kein Problem. Ja, schöne Brauntöne und ein bisschen Schwarz ineinander gematscht und dann habt ihr im 0,nix diesen Rosteffekt. Das sind die Anhänger bei uns aus dem Shop, diese kleinen winzigen. Und da war ich mal wieder dran mit Nagellack. Den habe ich einfach ganz dünn da drauf gemacht und hinterher abgewischt und dann haben die diese merkwürdige Färbung gekriegt. Ich muss noch mal zoomen, dass man es ein bisschen besser sieht. Achtung, rein, raus. Fahren wir Karussell. So, ne? Ich habe so einen Nagellack, das ist so schwarz, der hat so ein bisschen so Hämatit-Charakter und den benutze ich nie für die Fingernägel, aber um irgendwelche Sachen anzumalen, fand ich ihn super. Und das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal... falsche Richtung, Entschuldigung. Sind sie alle seekrank, aber das passt dann wenigstens zum Piratenschiff. Kann ich euch nur empfehlen, Nagellack ist eine super Sache, um überhaupt um Metallteile einfach einzufärben. Das ist prima, das hält sehr gut. Man kann das hinterher auch immer nochmal versiegeln. Auch dafür ist wieder dieses Mod Podge Hardcode. Das ist so ein Universalgenie. Das versiegelt einfach alles und jeden. Nur, das macht halt matt. Wenn du willst, dass was schön hochglänzend ist, dann sollte man irgendwelchen Lack benutzen. Okay, ja, zum Cover braucht man nicht mehr viel zu sagen. Da habe ich einfach die Flagge draufgeklebt und das ist natürlich Verbandmull, kennt ihr ja auch schon. Das ist nichts Neues. Und auch hier, das ist einfach ein Pappendeckel mit ein bisschen Stempelfarbe und ein bisschen Gilding Wax, ein bisschen dreckig gemacht und dann sah es schon ganz gut aus. Ja, das ist halt, hatten wir uns auch schon angeguckt, da habe ich hinten, das ist SnapPap wieder hier ein Stück und da habe ich hinten einfach Leinen draufgeklebt, den habe ich auch bemalt und bestempelt, wie eine wilde. Und auch auf dem SnapPap selber kann man auch super stempeln, seht ihr hier. Das ist einfach so ein Schriftstempel. Kein Problem. Ne? Also das kann man wirklich bearbeiten. Das vereint wirklich Papier und Stoff, beide Eigenschaften ineinander. Darum ist es so ein feines Zeug. Jo. Gucken wir nochmal innen rein. Das ist halt jetzt so ein bisschen, das war nämlich auch so ein bisschen die Frage, ja, wie hast du das denn gemacht mit diesem Soft- und Hardcover? Ja, ich habe einfach einen dicken, fetten Pappendeckel genommen, ja. Ziemlich unspektakulär und ein ganz langes Stück und habe das dann halt einfach da dran geklebt. Dann ist hinten weich und vorne hart, weil ich halt wollte, dass das so schön zugeht. Hat ja schon fast so ein bisschen Leppo-Charakter. Und auch hier ist einfach ein Stück SnapPap und das ist mit ganz normalem Kleber drauf geklebt. Also man muss nicht, da habe ich unseren Junk Journal Kleber für verwendet, man muss also gar nicht auch unbedingt nähen. Ne? Das geht also auch so. Deswegen ist das, was ich gerade sagte, das ist diese Vereinigung von Stoff oder von Leder, die Eigenschaften und Papier, das ist einfach klasse, weil du kannst es so oder so machen, du kannst es nähen, du kannst es kleben und es hält einfach super. Ja, dieses kleine Extraheftchen braucht man auch nicht viel zu sagen, das ist einfach nur ein Büchlein, wo ich alles Mögliche drin untergebracht habe. Und ich versuche immer von diesem Zeug hier, ich habe schon sonst wo gesucht, ich habe es noch nicht gefunden, ich habe noch ein bisschen, das taucht immer wieder, taucht,
immer wieder auf in irgendwelchen Journal, weil ich also noch einige wenige Meter davon habe. Da sitze ich natürlich drauf und hüte es wie einen Schatz. Ich versuche gerade ganz arg, das zu finden, weil das ist auch was. Da kommen jedes Mal so viele Anfragen und alle sagen so, schaff doch mal dieses Münzenband daran. Ich bin dabei. Ich bin auf der Suche und irgendwann werden wir jemanden finden. Das Problem ist nicht so sehr, dieses Band zu finden. Also das habe ich durchaus schon gefunden. Ich brauche jemanden, der mir die entsprechenden Mengen, dass es sich für einen Online-Shop lohnt, zu einem vernünftigen Preis liefert. Weil ne, das muss ja auch für euch bezahlbar sein. Und das ist im Moment eigentlich eher so mein Problem. Also der Preis noch gar nicht so sehr, sondern eher die Menge. Weil was soll ich mit 10 Metern? Ne? So. Dann kriegen 10 Leute was ab und der Rest ist böse, weil er nichts mehr gekriegt hat. Ja. Das sind die Pergament, das ist bei uns aus dem Shop. Da gibt es ja so dieses Vellum einfach mit diesen Familienfotos, was ich da drauf gemacht habe. Das ist also auch nicht besonders spektakulär. Postkarten zerrissen und einfach die ganzen Ränder hier einfach abgerobbt. Ich habe also wirklich die ganzen Papiere alle einzeln, manchmal ganz selten mal zwei. Das geht mit dem Abreißlineal tatsächlich nicht so gut, mehrere Blätter gleichzeitig zu reißen. Also für mich geht es nicht gut. Vielleicht habt ihr eine bessere Technik als ich. Und für die, die das jetzt noch nicht kennen, dieses Abreißlineal, das gibt es da bei uns im Shop, ne? Das ist also die große Wellenkante und das hier, das ist die kleine. So. Und ich mache das dann immer so ein bisschen abwechselnd und auch die Nummer jetzt genau zu messen kommt nicht so drauf an, sondern wirklich so Pi mal Auge, reiß einfach ab, damit dieser richtige super Grunge-Look entsteht. Und der größte Act ist tatsächlich hinterher, die ganzen Ränder schön mit Stempelfarbe zu bearbeiten, damit die dunkel sind. Sonst sieht das nämlich gar nicht so cool aus. Dann heben die sich nicht genug ab. Deswegen musste ich da überall mit dem Distress drüber. Ja, da war man eine Weile beschäftigt, aber es hat Spaß gemacht. Da habe ich schön ein Hörbuch gehört und habe dann einfach immer so therapeutisch vor mich hingewurschtelt. Das kennt ihr sicher alle, oder? Dass man so Arbeiten hat. Ich sage immer, das sind die Dummjobs. Da musst du nicht bei denken, sondern das musst du einfach abarbeiten. Und da rotiert der Kopf und denkt über irgendwas ganz anderes nach, während man dann hier so schön immer vor sich hinwurschtelt. Finde ich also für mich immer wieder, ja, ich sage mal, das ist für mich wie Yoga. Andere Leute machen Yoga und Meditation und ich mache dann sowas. Ich gucke gerade, ob wir hier noch ein paar interessante Seiten haben, zu denen ich noch was sagen möchte. Viel kombiniert halt einfach olle Papiere und mir war hier dann auch wirklich wichtig, so das soll wirklich ein Journal sein zum Schreiben. Es ist ja schon verkauft, also ne, ihr braucht im Shop nicht mehr zu gucken. Ich habe es im Video auch schon hingeschrieben. Ihr seht das im Video immer, weil da kommt auch mal die Frage so, ja, ich schreibe jetzt inzwischen auch schon oben gerne verkauft hin, aber woran ihr das immer sehen könnt, das ist in den Text unter den Videos, da steht immer von wann bis wann das Journal dann irgendwann im Shop auftaucht und wenn es dann verkauft ist, dann nehme ich den Teil raus. Da steht dann nicht mehr, es wird in unserem Online-Shop zu haben sein, da steht einfach gar nichts mehr und das ist das sichere Zeichen dafür, dass es weg ist, dass es irgendjemand bekommen hat. Ja, und ich hoffe, dass der jemand, der es dann hat, da ganz viel Freude dran hat und da ganz tolle, wilde Geschichten reinschreibt und tolle Erlebnisse, vielleicht ja vom Urlaub oder was auch immer. Man weiß ja nie so genau. Könnte ja auch ein cooles Kochbuch werden, glaube ich. Ja, hier genau, das waren die Fotos. Dazu gibt es ja schon ein Tutorial zu diesen Kabinettcards. So hat man früher diese Bilder ja genannt. Wo ich die Dotti halt drauf gemacht habe und die hat Roland mir ausgedruckt. Der hat ja diverse alte Fotoquellen und dann habe ich ja schon mal ein Tutorial gemacht, wie man diese Kabinettcards am besten macht. Verlinke ich euch auch unten drunter nochmal. Ich werde die ganzen Bastellinks, alles was hier drin vorkommt, werde ich einfach unten drunter ballern. Das heißt, wenn ihr irgendwas davon nachmachen möchtet, geht einfach die Liste durch, da werdet ihr den Link finden und dann könnt ihr schauen, wie das geht. Es ist ja kein Hexenwerk, ne? Also es ist wirklich nicht schwer. Ich wollte einfach, dass es so ein bisschen so ist, als hätte die Sängerin ihrem James eine kleine Erinnerung mitgegeben. Früher, weiß ich nicht, hat man sich Locken abgeschnitten von den Haaren. Ne? Macht heute auch keiner mehr. Heute ist mir so ein bisschen so, ugh. Ja, es gab ja sogar Schmuck aus Haaren, ne? So für den Angebeteten. Oder noch viel gruseliger von irgendwelchen Verstorbenen. Habe ich mal einen Bericht drüber gesehen. Und dann nur gedacht so, okay. Aber es war einfach eine andere Zeit und dann war das halt so, ne, als Erinnerung, okay, akzeptiert man. Das ist auch noch ein Teil, der zu kurz gekommen ist. Das fand ich nämlich so lustig, als ich dieses Papier rausgesucht habe für das Junk Journal. Also erstmal habe ich das Datum gefaked, ne? Das habe ich knallhart gefälscht. Da stand nämlich 1936 und ich habe da mal eben kurz eine 8 draus gemacht, weil das würde ja sonst nicht mehr passen. 1936.
Nee, 36 waren, glaube ich, eher keine Piratenschiffe in dieser Form unterwegs. Es ist sowieso alles nicht geschichtsauthentisch. Alles komplett zusammengesponnen und geklaut und dann ja noch den dicken Fehler. Das war der Oberkracher. Ja, das erzähle ich gleich. Also, und hier steht dann der Prinz. Könnt ihr das sehen? Ich kann kaum lesen, was hier steht. Ich glaube, das hat irgendwas mit Deko zu tun und irgendwie so Polsterung oder sowas in diesem Rechnungsbuch. Aber hier steht ganz klar Prinz. Und da habe ich gedacht, der Pirat hat den Prinz ausgeraubt. Knallhart. Und darum muss dieses Papier jetzt hier rein. Was man sich dann so zusammenspinnt. Und dann habe ich ja hier weitergemacht und erzählt von den australischen Ureinwohnern, den Maoris oder so hinterher. Als ich das gemerkt habe, war das Video schon hochgeladen bei YouTube. Und ihr hattet auch schon angefangen zu liken und zu kommentieren. Und irgendwie fiel mir das dann siedend heiß ein. Kennt ihr das, dass man manchmal so einen Flash hat, wo du denkst, scheiße, ich glaube, ich habe gesagt, das sind die Maoris, aber es sind natürlich in Australien die Aborigines. Ist ja nicht so, als ob ich das nicht ganz genau wüsste. Aber ja, peinlich. Ist nämlich tatsächlich so, ich habe ja gerade gesagt, ich habe Hörbuch gehört. Meine Mama hat mir ein ganz tolles Hörbuch gebracht. Da geht es um Neuseeland und da geht es um die Maoris. Und das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Da habe ich sehr viel Spaß gehabt hier beim Dekorieren. Und irgendwie, keine Ahnung, dann hatte ich Maoris im Kopf. Ja, schwupp, was passiert? Erzählst du dann so einen Mist in so einem Video? Wie peinlich. Okay. Ich sage ja, ne, wir sind ja hier unter Freunden. Es sei mir vergeben. Oder ihr habt es mir vergeben. Ihr wart sehr nachsichtig mit mir. Vielen Dank. Ich habe es ja dann auch gleich unten drunter geschrieben, dass das natürlich falsch ist. Gottes Willen. waren ein paar sehr süße Kommentare. Ich weiß, glaube es war auf Facebook. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber irgendjemand hat so geschrieben, ja, käme ja auch nicht so drauf an. Filme werden in Ländern gedreht. Und dann wird hinterher behauptet, das war keine Ahnung. Das war in dem einen Land und gedreht wurde es in einem ganz anderen. Und so, das sollte man mal alles nicht so eng sehen. Das fand ich total süß. Ja, und ganz viele haben gesagt, wir sollen bitte anfangen, Abenteuerfilme zu drehen. Ja, mache ich in meinem nächsten Leben, nachdem ich im Lotto gewonnen habe und mir 48-Stunden-Tage kaufen kann, dann drehen wir Piratenfilme, gar keine Frage. Ich frage auch Johnny Depp, ob er mitmacht. Oder Steven Spielberg oder irgend so jemanden, der es drauf hat. Nein, also Filme, die Idee fand ich total süß. Da habe ich gedacht, so, oh Gott, ihr seid so niedlich. Wirklich ganz total lieb zu sagen, so, wo bleibt der Film? Und Hörbücher und sowas alles zu machen, ja, da haben wir auch schon immer mal drüber nachgedacht, aber es ist natürlich ein irrsinniger Zeitaufwand. Nicht so, dass mir das nicht wahnsinnigen Spaß machen würde, im Roland auch, aber das kriegen wir zeitlich nicht hin. Ne? Wir haben hier die Firma und es ist ja nicht so, dass mein Job daraus besteht, hier immer nur zu sitzen und nette kleine Junk Journals zu basteln. Ich habe hier wirklich einen unheimlichen Haufen an administrativen Aufgaben. Ich mache hier unter anderem den Einkauf. Ich muss das ganze Material testen, bevor das in Einkauf kommt. Also nichts. Hier kommt nichts in den Shop, was nicht vorher über meinen Basteltisch gelaufen ist. Weil für mich ist es ganz wichtig, dass ich euch nur Material anbiete, von dem ich wirklich überzeugt bin. Wo ich also wirklich denke, das ist in Ordnung und damit kann man gut arbeiten. Das ist mir einfach wichtig. Und das allein ist ja schon ein Riesending. Was macht denn das hier? Das ist aus Dottis Foto. Keine Ahnung, wie das hier reingeraten ist. Ist ja mal gut, dass ich geguckt habe. Das ist jetzt einfach eine kleine Münztasche. Da habe ich noch ein bisschen Urlaubsgeld gefunden. Hier habe ich nämlich einen amerikanischen Quarter drin. Ein amerikanisches 25-Cent-Stück. Das ist, ich glaube, ein englisches. Los, komm da raus. Kamerascheu, geniert sich. Ist das England? 20 Cent? 20 Pence? Ja, das ist Englisch. Was ist das? Ich habe keinen Plan, aber das könnten... Das ist entweder polnisch oder russisch, keine Ahnung. Ich habe meiner Mama ein bisschen Urlaubsgeld abgeknöpft. Meine Eltern, die sind inzwischen leider zu alt zum Reisen, aber die sind wirklich in der ganzen Welt unterwegs gewesen. Die waren überall. Ich glaube, es gibt keinen Kontinent, auf dem die nicht rumgedotzt sind. Nachdem mein Vater in Rente war, war das also ihr Hauptziel, quasi jedes Land, was sie interessiert, einmal zu besuchen. Und da habe ich dann einfach... abgegrast. Ich habe noch mehr Münzen. Ich gesagt habe, Mama, die liegen rum. Brauchst du die noch für irgendwas? Und sie so, nee, kannst du haben. Mach die mal schön in deine Journals, weil hier fliegen sie bloß rum und da haben sie dann noch eine schöne Bestimmung. Ach so, das ist jetzt einfach ein Charme. Hätte ich vielleicht noch sagen sollen, bevor ich ihn wegstecke vor lauter Gequatsche wieder. Fand ich dann ganz lustig, dass sie mir dann also alle möglichen Münzen gegeben hat und wir haben dann auch einfach mal erstmal gucken müssen. So, zum Teil konnten wir gar nicht mehr rekonstruieren, aus welchem Land die sind. Ich habe die dann hinterher... Auch die Geldscheine, ich habe die dann hinterher gegoogelt einfach. So einen Verdacht hatte ich ja. Und dann haben wir einfach geguckt, bei Google Bilder eingesucht und dann gefunden und verglichen, bis wir dann rausgefunden haben, was woher war. Das war wirklich spannend. Und da wurde mir dann nochmal klar, wie viel die wirklich gereist sind. Das ist also echt toll. Das ist dann auch schön, ne? Wenn man dann
entsprechend alt ist und das eben nicht mehr kann, wenn man dann so zurückblicken kann und sich erinnern kann. Das kann einem keiner nehmen. Und ich denke, dafür sind dann eben auch solche Journal- und Tagebücher einfach fantastisch, dass man da sitzen kann, auf dem Schoß, sich die Fotos nochmal anguckt und einfach nochmal durchblättert. Und um so eine Erinnerung zu triggern, braucht es ja gar nicht viel. Das ist was, was mich ja ganz viele die Leute fragen oder was auch in unseren Facebook-Gruppen immer und immer wieder diskutiert wird, ist so dieses Jahr, und jetzt habe ich ein Journal gebastelt und was mache ich denn jetzt damit? Ja, schreib einfach mal ein bisschen was rein, was in deinem Leben so passiert. Du musst da keinen Roman schreiben und das muss auch nicht detailliert, wer weiß, wie dolle ausgeführt sein. Aber ich sag mal, ein Foto, eine Streichholzschachtel, ein Zuckerpäckchen von dem Café, wo du dich mit deiner Freundin getroffen hast. Ja, vielleicht mal ein Foto vom Handy ausdrucken und schreiben. Ne? An dem und dem Tag war ich mit ihr und da, das und das ist passiert. Jetzt, was weiß ich, sie ist schwanger und kriegt ein Baby oder weiß der liebe Himmel, was gerade so passiert halt einfach. Wenn man dann diese Zeilen liest und das Bild sieht, da muss gar nicht viel stehen. Da reicht wirklich ein Zweizeiler und schwupps ist die Erinnerung wieder da. Es geht mir immer so mit meinen Urlaubsjournals. Da schreibe ich nicht viel rein, aber ich bin sofort wieder in dieser Situation und weiß einfach wieder, wie das da gewesen ist. Und das ist einfach total schön. Und ich sehe das halt jetzt ja bei meinen Eltern. Meine Mutter ist 80, mein Vater ist 85. Ja, und ja, die sind jetzt wirklich damit beschäftigt, ihren täglichen Kram irgendwie erledigt zu bekommen. Großartig reisen oder so, das schaffen die einfach nicht mehr. Aber wie sehr die jetzt von ihren Erinnerungen einfach zehren und wie gerne die davon auch erzählen, das ist immer wieder schön, wenn man dann so zusammensitzt und die dann ja irgendwelche Schwänke zum Besten geben von irgendwelchen Sachen, die auf ihren Reisen passiert sind. Das ist einfach toll. Und noch schöner ist sowas natürlich, wenn jemand dann ein bisschen was aufgeschrieben hat. Und das ist ja dann auch eine Erinnerung, die bleibt, wenn man selber vielleicht nicht mehr erzählen kann. Von daher, ja, auch wenn man Kinder hat, finde ich das schön. Sowas jedem Kind einfach mal so ein Journal vielleicht zu machen, wo man lustige Sachen aufschreibt, die sie gesagt haben oder die sie gemacht haben. Und dann wachsen Kinder ja dauernd aus Klamotten raus. Ne? Also vielleicht mal, was weiß ich, von irgendeinem Lieblingskleidungsstück mal irgendwie die ein paar Fetzen hier reinzukleben in so ein Journal. Oder ich habe tatsächlich bei meiner Tochter, die sehr dunkelhaarig war und dann später blond wurde, ich habe dir Haare abgeschnitten, wo wir vorhin gerade über Haare gesprochen haben, ein kleines bisschen. Und die habe ich dann mit Tesafilm ins Buch geklebt. Und als sie das dann später mal selber entdeckt hat, hat sie mal ihr Babyalbum durchgeblättert, konnte sie gar nicht fassen, dass sie tatsächlich mal so dunkle Haare hatte. War also auch lustig. So, ne? Also das sind jetzt die ganzen zerfetzten Seiten. Lexikon, so, und was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist auch was, was immer wieder gesagt wird. Ja, ich habe ja so gar kein Material, was in ein Journal passt. Ja, ich weiß nicht, ob in ein Piratenjournal eine Seite mit Edelsteinen unbedingt passt oder mit Südfrüchten, was wir hier vorher hatten, irgendwelche Tiere oder sowas. Ist doch egal. Ja, wenn du findest zu deiner Geschichte oder zu dem, was du dir vorstellst, wenn du das Journal machst, das ist ja deins. Du bist der Designer und du allein entscheidest, was in dein Journal rein kann und was nicht. Da bist du niemandem Rechenschaft schuldig. Und es muss ja auch ein Journal nicht immer unbedingt ein Thema haben. Es reicht ja einfach, wenn du alle Dinge da drin sammelst, die du schön findest. Dann hat das ja schon voll seinen Zweck erfüllt. Ich muss jetzt noch die Dotti wiederfinden. Da ist sie. Weil nämlich, das ist, glaube ich, in dem Video bei der Story auch untergegangen, da habe ich ja noch den Lippenstiftkuss, der da noch für den James mit drin ist. Das muss ja hier noch wieder rein. Und wieso das jetzt bei den Münzen gelandet ist, habe ich auch keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das habe ich auf jeden Fall bei dem Flip-Through, als Roland die Geschichte so schön vorgelesen hat, die Tagebucheinträge nicht gezeigt. Das weiß ich schon mal ganz sicher. Tja, ich glaube, das waren jetzt so alle Details. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Hier vorne ist eine Tasche. Ja, genau, da ist noch die Burg drin. Aber die habt ihr ja auch schon gesehen. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Wenn nicht, schreibt sie einfach unten drunter. Ich gebe mein Bestes. Wenn es also noch irgendwelche Fragen zum Basteln und zu den Materialien gibt, euch die zu beantworten. Und hoffe jetzt einfach, dass ihr interessiert seid. Ja, glaube ich schon, sonst würdet ihr ja nicht gucken. Also, dass ihr motiviert seid, euer eigenes Piratenjournal zu machen. Und ich freue mich da schon total drauf. Ich bin mal sehr gespannt. Bei der Verlosung haben wir ja so ein bisschen gefragt, mit was ihr das kombinieren würdet. Und ich habe es ja hinterher auch an den Bestellungen gesehen, was für Papiere zu dem Piratenset dann so mitbestellt wurden. Und da waren wirklich so coole Kombinationen dabei. Ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt. Auch mein Designteam, was die sich ausdenken. Die haben ja auch sich alles Mögliche überlegt und ausgesucht dazu. Da werden jetzt nach und nach die Videos kommen. Aber vor allen Dingen, ganz wichtig, am Sonntag, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da kommt etwas, was es so bei uns auch noch nicht gegeben hat.
Ich habe mir nämlich was überlegt, um ein paar Menschen ein Problem zu lösen. Meine Kreativassistentin war hier eine ganze Woche lang und wir haben da zusammen dran gearbeitet. Und ich werde auf gar keinen Fall verraten, um was es genau geht. Aber ich bin mal so gespannt, wie ihr das findet. Und wenn euch das gefällt und ihr sagt, das war jetzt mal eine richtig gute Idee, dann werden wir sowas öfter machen. Also, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schreib mir sehr gerne einen Kommentar. Da freue ich mich drüber. Hinterlass mir einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Und im Übrigen hoffe ich, dass du jetzt hochmotiviert an deinen Basteltisch gehst und dich so richtig glücklich bastelst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.